Herzlich willkommen zu unserem neuen Aquarellmal-Video. Und heute wollen wir eine Topfpflanze malen und daneben ein Zitat stempeln. Ja. Dazu male ich erstmal die riesengroßen Blätter der Topfpflanze. Das mache ich einfach so als Oval, ganz einfach. Und gleich kommen die einzelnen Formen da rein. Dann ist das Ganze nämlich einfacher zu zeichnen, wenn ich nicht sofort das ganz detailliert zeichnen möchte. Also ich mache den Blumentopf, dann mache ich die einzelnen Blätter und dann gehe ich in die einzelnen Blätter rein und male die Formen der einzelnen Blätter. Auch das mache ich nur mit dem Bleistift, weil auf diese Weise kann ich gleich mit meinem Feinliner da reingehen und das nochmal nachmalen. Dabei kann ich dann die Blätter größer machen oder die Formen etwas verstärken oder wie auch immer und kann es noch komplett verändern, weil das kann ich ja dann wegradieren. Jetzt erstmal kommen noch ein paar Löcher in die Pflanze und die Pflanzenfasern kommen noch da rein, so dass das Ganze schon nach einer Pflanze aussieht, aber ja, so richtig muss es eben noch nicht sein. Ne? Also es ist erstmal so eine Aufteilung, wie ich das Ganze haben möchte. Und dann geht es auch schon weiter. Dann versuche ich jetzt mal die Farben anzumischen. Ich nehme dafür erstmal ein schönes, sattes Grün. Mit ganz, ganz viel Wasser mache ich das. Warum? Ich möchte einen hellen Hintergrund haben. Also bevor ich jetzt irgendetwas anderes mache, kommt jetzt erst einmal ein heller Hintergrund da rein. Naja, die Farben einmal ausprobieren ist einfach nötig, damit ich nicht hinterher da stehe und irgend so ein quietschegrün da drin habe und damit überhaupt nichts anfangen kann. Deswegen einfach mal einmal kurz in dem Fall mache ich das auf dem Zebra. Besser wäre natürlich noch, wenn ich das auf ein Stück Papier machen könnte, damit ich dann sehen kann, welche Farbe ich wofür nehme. Aber jetzt mal als kurzer Test, ist das für mich in Ordnung? Dann kann ich sehen, was ich ungefähr haben will. Ja, wenn wir dann eine Farbe ausgewählt haben für den Hintergrund, kommt da natürlich nicht nur noch mehr Farbe rein, sondern ich packe auch noch ganz viel Wasser da rein, weil es muss ja ganz, ganz hell werden, weil die Technik ist ja letztendlich ja so mehr oder weniger nass in nass zu malen. Wenn ich dieses nass in nass habe, dann kann ich ja die verschiedenen Farben auch noch miteinander vermischen und bekomme so einen ganz einzigartigen Hintergrund. Ich entscheide mich jetzt hier einfach mal für den mittleren Grünton und ziehe mit ganz viel Wasser die Farbe da rein. Du siehst schon, ich pinsel immer wieder mit Wasser nach und packe nur ganz wenig Farbe da rein, weil ich erstmal ganz hell bleiben möchte. Dunkler werden geht immer, mit dem heller werden ist das natürlich ein bisschen problematischer. Deswegen fangen wir erstmal ganz hell an. Und ich pinsel auch komplett über meine Bleistiftskizze. Es ist theoretisch nicht so die beste Lösung, aber praktisch ist es jetzt einfach so, dass ich dann hinterher das Schwarze ein bisschen rausbekomme. Also normalerweise würde ich das wegradieren, würde ich erst das mit dem Feinliner nachmalen, dann wegradieren und dann mit den Farben da reingehen. Hier mache ich das jetzt mal anders, einfach weil ich das Ganze ein bisschen mehr rausstellen will und hinterher auch nochmal mit den dunkleren Grüntönen reingehe. Von daher hoffe ich mal, dass man das meiste davon einfach nicht mehr sehen will. Ja, also jetzt erstmal mit ganz viel Wasser, mit ganz wenig Farbe, aber dennoch irgendwie Farbe, malst du in das Ganze rein und ziehst die einzelnen Schichten da rein, sodass es einen schönen hellen Grünton gibt, der sich später mit dem dunklen Grünton nicht beißen wird. Du siehst auch, ich nehme auch noch den zweiten Grünton dazu, einfach wird das Ganze ein bisschen lebendiger, ne? Wenn ich das Ganze variiere mit den verschiedenen Grüntönen, aber auch hier bitte achte darauf, wenn du das nachmalst, dass du viel Wasser nimmst dafür. Thank you.
ja, nach dem Trocknen, und ganz wichtig, dass du es trocknen lässt, nehme ich jetzt meinen Mikron Feinliner. Ich nehme in dem Fall einen möglichst dicken, weil ja, ich mag das und ich mag auch diesen Effekt, dass er so ein bisschen heraussticht. Und deswegen male ich das damit danach. Jetzt male ich die einzelnen Bleistiftkonturen mit dem Feinliner nach, und du siehst schon, das Schwarz sticht natürlich hervor, ne? Muss es ja. Und ja, jetzt kann ich noch ein bisschen was ändern. Normalerweise, wie gesagt, sehr viel mehr, weil ich dann einfach das wegradieren kann. Jetzt ist es mit dem Radieren ein bisschen schwierig, weil ja schon Aquarellfarbe darunter ist, und dann ja, könnte das problematisch werden, wenn du dann anfängst zu radieren. Aus dem Grund nehme ich jetzt mehr oder weniger alle Konturen, die ich auch so angelegt habe, und ja, hoffe einfach mal aufs Beste und mal die nach. Thank you.
zweiten Schritt, wie gesagt, müssen jetzt die Pflanzenblätter ausgemalt werden. Und das Gute ist, dieser Feiler, der verschmiert mich auch im Kontakt mit Wasser nicht. Deswegen benutze ich den immer für meine Bilder. Das ist ganz viel wert. Ne? Wenn du jetzt einen einfachen Feinliner nimmst, dann kann es durchaus sein, dass er mit dem Wasser sozusagen reagiert und dann hast du alles verschmiert. Das wäre zu schade. Deswegen unbedingt einen wasserfesten Feinliner benutzen und dann damit da reingehen. Ja, du siehst, das Ganze perlt richtig schön ab, liegt auf dem Papier, weil ich hier ein ganz dickes Aquarellpapier von 300 Gramm habe. Das gibt natürlich später nochmal eine richtig tolle Struktur. Aber musst du natürlich nicht. Du kannst auch ein einfaches Papier nehmen, je nachdem, wofür du dann später dein Bild auch haben möchtest. Ne? Ja, ich versuche das Ganze wieder so wie vorab. Ich mal erst einmal heller rein und gehe dann wieder mit dunkleren Farben nach. Vermisch die auch, damit einfach ja, das Ganze ja, hinterher auch sehr, sehr satt aussieht. Ne? Damit das ein bisschen hervorsticht. Damit ja, du richtig das Gefühl hast, du kannst die Pflanzen anfassen. Das wäre jetzt das Ziel hier. Und jetzt gehe ich da ganz leicht rein und ja, arbeite einfach an meiner Illustration. Das dauert ein bisschen natürlich. Wir müssen hier aufpassen, dass wir nicht über die Löcher malen und so weiter. Deswegen, es dauert einfach seine Zeit. Und ja, dann mache ich mal weiter. Thank you.
Jetzt mischen wir uns eine braune Farbe an. Die brauche ich für den Blumentopf. Und du siehst schon, wie jetzt die Blätter herauskommen. Also auch hier sind wieder verschiedene Grüntöne. Und das Ganze möchte ich natürlich auch bei dem Blumentopf haben. Also den jetzt einfach in einer Farbe zu malen, wäre ein bisschen langweilig. Ne? Aber ich muss natürlich darüber kommen, weil darunter ist ja dieses Grün. Das muss ich so malen, dass das Ganze deckend ist. Also muss ich einen erheblichen Ton kräftiger malen, als ich das bei den Blättern gemacht habe. Weil Grün auf Grün ist natürlich einfacher, als jetzt Braun auf Grün zu malen. Deswegen ja, musst du hier schon etwas mehr Farbe einbringen, etwas mehr Pigment einbringen. Und dann fängst du wieder ganz hell an. Gehst erst mit dem hellen Braun darüber. Dunkler werden können wir immer, wie gesagt, nur mit dem heller werden. Das ist dann schwierig, vor allem wenn darunter schon etwas getrocknet ist. Deswegen nimm erstmal einen helleren Braunton und dann kannst du ganz langsam in Schichten immer dunkler werden, da wo es eben nötig ist. Ne? Und vielleicht da auch, wo du ein paar Schatten in deinen Topf haben möchtest und ein bisschen Tiefe erzeugen möchtest. Sehen, dass ich hier schon ein paar Schattierungen drin habe und ich kämpfe immer noch gegen das Grün an. Dann nehme ich ein etwas dunkleres Braun und ziehe damit nochmal am Rand des Topfes rein. Ich muss natürlich wieder zur Mitte hin wieder heller werden, damit ich so ein bisschen Tiefe erzeuge, weil sonst wird das natürlich nichts. Ne? Wenn ich jetzt da auch wieder dunkel bleibe, dann habe ich nur einen dunkleren Braunton geschaffen, aber ich habe immer noch keine Schatten angelegt, ich habe immer noch keine Tiefe erzeugt. Und je mehr ich da drüber gehe, so besser wird der Ton, ne? Vermalt er sich mit dem Rest, den ich schon da drauf gegeben habe. Ist natürlich Erde und die Erde ist schön dunkelbraun. Daher geht es jetzt hier nochmal mit richtig dicker Farbe ohne viel Wasser rein, also mit vielen Pigmenten sozusagen. Und ich male das hier ganz
sanft aus, damit das nicht über die Ränder kommt. Ne? Und hier kann man auch nicht viel verwischen. Deswegen kommen hier einfach, kommt die dunkle braune Farbe dahin und ich male das hier ganz vorsichtig aus, damit ich nicht über die Ränder komme. Auch der Boden hat noch jede Menge Grün, deswegen gehe ich auch da nochmal mit dem Braun rein. Zum einen gibt das so einen schönen Schatten, einen etwas dunkleren. Man könnte natürlich auch noch dunkler werden, du könntest hier ein dunkles Grau nehmen oder vielleicht sogar ein Schwarz und damit reingehen. Aber ich wollte den Kontrast für das Bild nicht zu hoch haben, deswegen habe ich hier nochmal den Braunton genommen und verwische den nochmal schön und nehme auch noch ein bisschen Zebra zur Hilfe, um das Ganze wieder zu nehmen und dann nochmal reinzugehen, damit mehr braune Pigmente auf meinem Papier landen. Auch vom Braun ein paar Schichten und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, da muss noch ein bisschen Grün rein, deswegen gehe ich da jetzt nochmal mit dem Grün rein, weil letztendlich dieses Grün ist ja im Hintergrund, aber natürlich darf das nur ganz zart sein, deswegen tupfe ich das schon wieder weg, damit da wirklich nur so ganz wenige Pigmente sind, ganz wenige Farbpigmente sind, damit das Ganze einheitlich aussieht und von einem Grün ins Braun übergeht, genauso wie die Blätter in den Topf übergehen. Also es darf jetzt nicht störend wirken, deswegen sei hier erstmal vorsichtig und versuch dann so Schritt für Schritt dich voranzutasten. Mehr geht immer. Und wenn wir damit fertig sind, dann nehme ich meinen Stempelkasten. Ein ganz schöner Holzstempelkasten, wo alle Groß- und Kleinbuchstaben und Zahlen drin sind. Also da kann ich mich richtig austoben. Und ich möchte jetzt hier einen Spruch reinstempeln. Den habe ich mir vorher aus dem Internet gesucht. Und dafür lege ich mir jetzt einfach mal alle Stempel zurecht, ne? Weil die immer so direkt zu finden ist schwierig. Deswegen lege ich mir mal alle Stempel schon mal hin, die ich brauche, oder zumindest schon mal einige, weil gleich natürlich habe ich nur von jedem Buchstaben einen Stempel und wenn ich die öfter brauche, wird das natürlich so nichts. Aber so habe ich schon mal einen kleinen Anfang. Ich habe mich jetzt entschieden, weder ein Lineal zu nehmen, noch mir vorher die Plätze zu markieren, wo ich den hinstempeln muss. Das Ganze soll ein bisschen frei werden, durcheinander, nicht so ordentlich aussehen, genau wie die Pflanze auch. Also es muss ja irgendwie passen. Und deswegen habe ich gedacht, ich stempel erst einmal drauf los, ne? dass ich verschiedene, dass ich die Worte schon mal habe, aber dass gar nicht so in Reihe und Glied alles steht.
siehst jetzt schon, das Ganze ist perfectly imperfect. Das heißt, es ist richtig perfekt, nicht perfekt. Ne? Und das ist auch so gewollt. Also es geht alles ein bisschen durcheinander. Der Spruch steht in Reih und Glied. Das wäre schön, aber ist nicht so und soll auch gar nicht so sein, weil Freundschaft ist eine langsam wachsende Pflanze und das Ganze passiert natürlich mit Ecken und Kanten und auch nicht immer perfekt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe, das hat dich inspiriert, auch einmal das Aquarellmalen auszuprobieren und vielleicht ein wenig zu stempeln, und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Video.